Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascalations-Kanal. Ihr wisst Bescheid. Wir reagieren jetzt auf Sayed Lone Wolf 112. Ja, es ist soweit. Sayed ist zurück mit seinem neuen Album. Erste Single ist am Start. Und ja, bei seinem letzten Album begann es direkt mit einem Knall. Da ist er ja mit Paragraph auf einmal wieder um die Ecke gekommen. Hat ordentlich gescheppert und gegen diesen Diss-Track da, wo dann die Zeile war, zum Beispiel, man kann Zelt nicht durch einen Gent ersetzen, Digga. Ja, wir gehen direkt rein. 5 Minuten 38, wir starten. Sehr, sehr, sehr böser Beat und er kommt so komplett bossmäßig. Hier ins Video rein ist nice Atmosphäre, die hier aufgebaut wird. Feier ich. Ich hab nie den Erfolg gesucht, doch die Menschen sollen Tribut. Alte Freunde sind wie Midas, denn sie hat das Gold verflucht. Bruder, nein, ich drück mich ab, denn sowas lässt mein Stolz nicht zu. Denn der einzige Rücken, für den ich jemals zahlte, war mein Wolfstattoo. Der einzigste Rücken, für den ich jemals zahlte, war mein Wolfstattoo. Digga, auch der Einstieg. Super, super nice, Alter. Erfolg gesucht, doch die Menschen zollen Tribut. Alte Freunde sind Ich habe nie Erfolg gesucht, doch die Leute zollen Tribut, Digga. Feier ich auch komplett die Zeile. mir das, denn sie hat das Gold verflucht. Bruder, nein, ich drück mich ab, denn sowas lässt mein Stolz nicht zu. Denn der einzige Rücken, für den ich jemals zahlte, war mein Wolfstattoo. Denkst du echt, ich führte hunderte Kriege, damit ich von meinem Verdienst nur ein paar hunderter kriege? Ich hatte keinerlei Mittel, nur ein Mike in der Spinne. Heute schreibe ich Geschichte wie ein Zeitungsartikel für ein Independent-Business. Heute schreibe ich Geschichte wie ein Zeitungsartikel, Digga, und ich habe das hier nicht alles auf mich genommen, um nur ein paar hunderte Scheine zu verdienen. Ja, diese Rückenpolitik, wer kennt sie nicht, Alter? Zumindest von den Rappern, das hört ja nie auf. Und wie es dann wirklich ist, was man wirklich noch mitkriegt, ist schon, wer weiß, wie es wirklich abgeht. So, wisst ihr, was ich meine? Ist schon krass, aber ich freue mich, dass Sayed wieder zurück ist, Alter. Geil. Ich freue mich aufs Album. Ich weiß gar nicht, wann es erscheinen soll. Er wird wohl noch ein bisschen dauern, ist ja erst die erste Single. Aber ich freue mich wirklich sehr. Übertalentierter Künstler. Feier ich übertrieben. Ohne Labelvertrag, dafür mit GEMA Verlag und deiner GmbH. Nach all den zehrenden Jahren, ohne Medienskandal, woher die ganzen Rap-Arbeiten, Dicker, Genisse, Paar. Ich habe Redebedarf, Wallah, ich lebe, was ich sag. Ich schwöre, ich schäme mich grad für diese Szene so hart. Rapper tauscht. Ja, Sayed scheint ja einiges auf der Seele brennen zu haben, wie es letztes Mal auch schon der Fall war. Und ich feiere diese Tracks von Sayed, wenn er so komplett Real Talk ansagemäßig so ein bisschen rappt, Alter. Feiere ich wirklich komplett, Alter. Was ich sag, ich schwöre, ich schäme mich grad für diese Szene so hart. Rapper tauschen ihre Ehre gegen Erfolg und dies diente dem Kaiser wie das chinesische Volk. Viel zu viele Schlangen, ja, sie führten zu Intrigen. Hab trotz Lügen geschwiegen, starke Psyche bewiesen. Falsche Freunde tun immer so. Viel zu viele falsche Schlangen könnte man auch als Referenz an so einen, an seinen Track Schlangen mit Farid und Kolle sehen. Also jetzt so diese kompletten Sayed-Fans jetzt, ne? Ist natürlich jetzt übertrieben gesagt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Intrigen hab trotz Lügen geschwiegen, starke Psyche bewiesen. Falsche Freunde tun immer so, als würden sie dich lieben. Sie stehen hinter dir, aber würden für dich nicht schießen. Könnte die lyrischen Nieten für dich übel zersieben. Aber vorerst werde ich ihnen diese Bühne nicht bieten. Ich war nicht schlecht mit Koller, hab nur diese Typen gemieden. Wir sind nicht Brüder geworden. Nein, wir sind Brüder geblieben. Manche soll. Boah, Digga, Gänsehaut. Digga, unfassbar. Digga, sorry, müssen wir uns nochmal geben. Feier ich komplett, Alter. Aber vorerst werde ich ihnen diese Bühne nicht bieten. Ich war nicht schlecht mit Koller, hab nur diese Typen gemieden. Wir sind nicht Brüder geworden. Nein, wir sind Brüder geblieben. Ich hab nicht. Digga, ich hab nicht Kolle gemieden. Nur das Umfeld hat er ja schon öfter erzählt. Wir sind Brüder geblieben. Digga, auch so nach dieser ganzen Zeit, ne? Er hatte nur dieses Label. Er hatte das ja auf seinem Diss-Track damals ja auch schon so ein bisschen erwähnt. Dieses Management und was da alles noch drum zu war. Ich habe den Track nicht mehr auswendig im Kopf, aber auch das Kolle, das hier so ein sagt, über Gänsehaut-Moment. Manche sollten lieber mit dem Feuer statt mit Zelt spielen, denn ich brauch nur zwei Lines und du verlierst dein Label-Deal. Ich war ready, Wallah, mein Diss-Track war fertig. Doch zu seinem Glück hat sich die Bitch selbst beerdigt. Ich kille dich, Conjo.
Boah, da war ein Diss-Track fertig, aber zum Glück hat die Bitch sich dann selbst beerdigt. Wer da wohl gemeint sein könnte, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr wohl vermutet, Alter. Digga, Say It hat wieder Bock, er hat Hunger, Digga. Geil. Traurig, wenn du auf dein Konto blickst. Wenn ich traurig bin, blick ich auf mein Konto. Wenn ich will, bricht bei dir das Chaos ab. Du bist traurig, wenn du auf dein Konto blickst. Und wenn ich traurig bin, gucke ich auf mein Konto so als Aufmunterung. Komplett geil, geil gemacht, Alter. Video ist auch übertrieben krass. Sorry, dass ich so auf Pause drücke, aber so viele geile Zeilen. Denn wenn ich will, taucht bei dir wieder ein Schwarzmond auf. Ich seh das Leben aus der Straßenperspektive. Sie machen Auge so wie früher Ladendetektive. Ich überdenke jede Karte, die ich spiele. Denn ich wollte mehr im Leben als nur Raten und Kredite. All die Jahre eine Intrige, ich muss zusehen, wie ich Geld verdiene. Nein, du musst zusehen, wie ich Geld verdiene. Ich hab dich als schlechten Mensch entlarvt. So blieb mir der Managementvertrag im Endeffekt erspart. Heute hänge ich in Präsidenten-Suites rum. Digga, er hat wieder viel einstecken müssen anscheinend. Ja, heftig, Alter. Das könnte der beste Say It-Track sein, der jemals rausgekommen ist und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Du am Existenzminimum. Was ihr heute macht, hab ich schon gestern gesehen. Und mein Ernst, Walla, Deutschrap ist schlechter denn je. Nicht meine Angelegenheit. Walla, Deutschrap ist schlechter denn je. Noch einen kleinen Seitenhieb abgegeben durch diese Fresher denn je Zeile damals. Sehr geil. Doch ich dulde nicht, dass man Menschen ohne einen Beweis einfach schuldig spricht, Mädchen. Sag mal bitte, hast du keine anderen Sorgen? Du bist nur durch Lügen und Schlangenpforten bekannt geworden. Schäm dich, du hast geschworen und hast geschoren. Ehrlich mal, ich hoffe, du erstickst an deinen falschen Worten. Du hast deine Propaganda überall beworben, doch du spuckst auf alle, die tatsächlich vergewaltigt wurden. Dieses. Ah. Shirin David ist da hier, oder? Oder denke ich jetzt mal, dass die gemeint ist, wegen dieser Samra-Geschichte. Damals hat sich ja dann vor Gericht rausgestellt, dass es, glaube ich, nicht so war. Wenn ich falsche Informationen erzähle, dann schreibt es in die Kommentare. Thema wurde viel zu groß im Rap-Geschäft. Sie verkaufen sich als Sexobjekt wie die Bachelorette. Das ist nicht irgend so ein Bitch-Gelaber. Man verdreht mir eh die Worte und ich steig auf der Sexisten-Skala. Junge, das ist nicht Mohammed. Man verdreht mir eh die Worte und ich steig auf der Sexisten-Skala. Digga, ist halt echt so. Man darf halt wirklich nichts mehr sagen heute im Rap. Du hast deine Propaganda überall beworben, doch du spuckst auf alle, die tatsächlich vergewaltigt wurden. Dieses Thema wurde viel zu groß im Rap-Geschäft. Sie verkaufen sich als Sexobjekt wie die Bachelorette. Das ist nicht irgend so ein Bitch-Gelaber. Man verdreht mir eh die Worte und ich steig auf der Sexisten-Skala. Junge, das ist nicht Mohammed von seinem Chart-Debüt. Spart euch eure Emotionen, ihr habt nicht mal Taktgefühl. Simon tut den meisten Rappern Unrecht. Ihr seid keine Kunstfiguren, weil darin das Wort Kunst steckt. Früher muss. Ihr seid keine Kunstfiguren, weil da das Wort Kunst drin steckt, Digga. Say It hat hier komplett zerstört, Alter. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Digga. Ich noch Drogen ticken, Sellerie. Heute kann ich mit Rap verdienen. Früher war es Ketamin. Musste in den Stoff stechen, so wie Nähmaschinen. Um Unreinheiten zu vermeiden, so wie Kerosin. Fick auf alte Zeit, Mama sagt, willst du dein Glück suchen? Dann darfst du dein Leben nicht zurückspulen. Manchmal musst du. Du willst dein Glück suchen, dann darfst du dein Leben nicht zurückspulen. Auch sehr starke Zeile wieder mal. Digga, unglaublicher Track, wirklich unglaublich. Man sich zu kommen, auch mal durch die Schatten. Denn auf einfachen Wegen laufen nur die Schwachen. Lügen werden vom Teufel verschleiert. Bin häufig gescheitert an Heuchlern und Neidern. Irgendwann im Leben helfen deine Freunde nicht weiter. Deshalb ist die Einsamkeit mein treuer Begleiter. Gott entfernt Menschen aus deinem Leben, hat das Gift entnommen. Denn er hört Gespräche, die du selber nicht mal mitbekommst. Mittlerweile. Digga, ist absolut nice, Alter. Das ist einfach Rap, das ist Say It, wie ich ihn haben will, Alter. Komplette Eskalation, sage ich euch, Alter. Einer der besten Tracks auch, die ich jetzt in letzter Zeit auch gehört habe, sage ich euch so, wie es ist. Weiß ich, es hat alles einen Sinn. Bismillahirrahmanirrahim. Lassen des Lebens all die Narben und Tränen. Leute, die die Straße ficken, sind nicht Straße gewesen. Puh, merk dir nur, vor dir stehst du in der Erklärungspflicht. Aber für Verrat gibt es niemals eine Verjährungsfrist. Ich lass Musik sprechen, nein, ich muss nicht alles posten. Deshalb bleibt der Lone Wolf auch antisocial. Du brauchst nach meinem Umsatz nicht zu fragen, wie viel Klunker ich auch trage. Ich bleib unter der Fassade, noch der Junge von der Straße. Wer beef. Egal wie viel Klunker ich trage. Unter der Fassade bleibe ich Straße, also so nach dem Motto, vergess nie, wo du herkommst. Wirklich geil gemacht, Alter. Nice.
Meinem Umsatz nicht zu fragen, wie viel Klunker ich auch trage. Ich bleib unter der Fassade, noch der Junge von der Straße. Wer Beef will, soll kommen, ich bin siegessicher. Ja, denn wenn ich will, dann fick ich dich und deinen Friedensrichter. Denn heute gibt es keinen mehr, den ich noch satt zu füttern brauch. 50% gehen an mich und die anderen 50 auch. Kommt mir nicht mit Straße. 50% gehen an mich und 50% gehen an mich. Auch an mich. Ja, ist nice. Also, er verdient sein Geld halt komplett so. Er muss an keinen abdrücken, Alter. Ja, Digga, gönn ich ihm doch. Seht Mohammed, ihr habt höchsten Straßenhits, wenn ihr ne gerade auf die Nase kriegt. Glaub mir, Bruder, Beef mit mir endet in einem Traumata. Bei vielen ist ein schlechtes Auge da, grauer Star. Was ich rede, ist was ich lebe. Und zwar ganz genau so lange wie ich lebe. Wenn ich Tipp gebe, freut sich die Kellnerin. Wenn du Tipps gibst, sitzen deine Freunde in der Zelle drin. Schnitt. Digga, wie heftig ist das doch. Und das Video ist auch mal richtig geil gemacht, Alter. Digga, ich hoffe, das geht so weiter und das ist nicht so ein Einzelfall, aber dieser Song ist wirklich, wirklich, wirklich brutal und ich glaube, dass das der beste Track ist, den Sayed jemals released hat. Was ich rede, ist was ich lebe und zwar ganz genau so lange wie ich lebe. Wenn ich Tipp gebe, freut sich die Kellnerin. Wenn du Tipps gibst, sitzen deine Freunde in der Zelle drin, Snitch. Du willst ein paar Killer zu mir. Wenn du Tipps gibst, sitzen deine Freunde in der Zelle drin, Snitch. Ja, nice, Alter. Schicken doch, dann kommt nur Post an von Ermittlern und Juristen. Das Game ein Märchen, ihr erzählt den Kindern nur Geschichten. Trauriges Schauspiel vor und hinter den Kulissen. Ihr solltet mal über eure Bestimmung nachdenken, weil eure Karrieren von meiner Stimmung abhängen. Deutschrap sinnlos wie ein Intro am Ende. Und deutsche Rapper sind schon nach meinem Intro am Ende. Ja, und Deutschrapper sind schon nach meinem Intro am Ende. Ja, Digga, ist absolut geil. Ich kann nicht sagen, wie geil dieser Song ist, Alter. Unglaublich. Wirklich, dieser Song kann heute nicht mehr getoppt werden, sag ich euch auch so, wie es ist. Komplettes Monster-Ding von einem Song, Alter. Sorry, Leute, aber, Digga, wenn ich heute schon gesagt habe, dass das ein guter Song ist, so zu anderen Reaction, dann streich das, Alter. Das ist ein geiler Song. Mehr Geldprobleme, nie mehr Chef um Erlaubnis fragen müssen, denn ich führe keine Selbstgespräche. Ich glaube nicht, dass Mama das ertragen will und frage mich, wie lange dieser Straßenfilm mein Magen füllt. Sei dankbar für was du bekommst, hatte nichts zu verlieren, doch hab alles gewonnen. Hatte nichts zu verlieren, alles gewonnen. Ja, ist geil, er ist auch so komplett bodenständig, zumindest kommt er so rüber, feiere ich auch komplett. Vorhin, er hat bei Kollega die Chance gekriegt, hat sie damals nicht so komplett genutzt, fand ich. Also klar, so in Deutschland kennt ihn schon jeder, aber es war jetzt nicht so, dass er den Durchbruch geschafft hatte und locker alles alleine auf die Beine gestellt hat. Ist ja auch leider ziemlich viel passiert, sonst wären die vielleicht immer noch auf dem Label, so wer weiß. Vielleicht ist Kollege auch auf dem Album, würde ich mich übertrieben drauf freuen. Haben wir auch immer ab und zu mal wieder einen Song zusammen gemacht und ja, Digga, was soll ich zu dem Song noch sagen? Und by the way, das alles wird nicht möglich sein, gäbe es nicht Königstein. Ja, nice. Das einsame Album, Alter. Wann kommt's denn raus? Steht das hier irgendwo? Am 6. Mai 2022. Ich freue mich jetzt schon riesig auf dieses Album. Schon nur wegen diesen Track hat es was kaufen, weil 5 Minuten 38 ist ja heutzutage schon ein Viertel Album. Nice. Digga, ich freue mich aufs Album. Geiler Song. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch meinen Kanal. Und ich bin raus, meine Freunde.